fertig sein. Wer das nicht schaffen sollte, Gott sei Dank war das in den letzten Jahren eigentlich nie der Fall, dass wir da schon jemanden rausnehmen mussten aus dem Rennen. Aber kann ja mal passieren, dass man krank war und deshalb einfach auch nicht mehr schwimmen kann. Wenn das der Fall ist, dann ab 9.30 Uhr heißt es, nicht mehr auf die Radstrecke gehen. Bei der Radstrecke selber hat man natürlich viele, viele Stunden Zeit, aber bis 10 müssen alle mit dem Schwimmen fertig sein. Wer das nicht schaffen sollte, Gott sei Dank war das in den letzten Jahren eigentlich nie der Fall, dass wir da schon jemanden rausnehmen mussten aus dem Rennen. Aber kann ja mal passieren, dass man krank war und deshalb einfach auch nicht mehr schwimmen kann. Wenn das der Fall ist, dann ab 9.30 Uhr heißt es, nicht mehr auf die Radstrecke gehen. Bei der Radstrecke selber hat man das viele, viele Stunden. Hier auch in Frankfurt. This way. Oh no, there's only one lap to go or what? Who finished? It's not good. Herzlichen Glückwunsch euch. Ihr habt es geschafft, die letzten Meter und dann rein ins Ziel. Nikolai von Dänemark. Thomas, herzlichen Glückwunsch auch dir. Allen bleiben wir. Oder auch Götz. Herzlichen Glückwunsch euch. Ihr habt es geschafft, die letzten Meter und dann rein ins Ziel. Nikolai von Dänemark. Thomas, herzlichen Glückwunsch auch dir. Allen bleiben wir. Respekt und Anerkennung nach einem geschafft, die letzten Meter und dann rein ins Ziel. Nikolai von Dänemark. Thomas, herzlichen Glückwunsch auch hier. Allen sagen wir Respekt und Anerkennung nach einem langen